Ja, und wir fahren weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und für das gebe ich jetzt runter in wunderschönen Keller vom Erlacher Hof, unser Underground-Studio zum Ferdinand Vogler. Dort wird nämlich der nächste Programmpunkt sein: Service Design für Behörden. Und ich hoffe, der Ferdinand hört mich und werde schnell fragen: Ferdinand, was kommt da auf uns zu im nächsten Programmpunkt? Auf jeden Fall zwei sehr spannende Gäste, die uns zeigen werden, wie unsere Behördengänge deutlich angenehmer werden können in Zukunft. Wunderbar, dann wünsche ich dem Publikum viel Vergnügen mit dem nächsten Programmpunkt. Übergeben an dich, Ferdinand. Danke. Ja, herzlich willkommen im Kellerstudio. Ich sage gern, alles Gute kommt von oben, gerade zu dem, was Markus anmoderiert hat. Wir werden hier für eine halbe Stunde im Livestream sein und die Session weiterführen mit meinen Gästen im Zoom-Videocall. Also Sie als Zuschauer müssten einfach den Link dann wechseln. Waren Sie schon einmal auf der Webseite gov.uk? Was beim Aufrufen wie eine moderne, nutzerfreundliche Webseite wirkt, ist das offizielle Portal für Staatsdienstleistungen von Großbritannien. The best place to find government services and information. Simpler, clearer, faster. Simpler, clearer, faster beschreibt auch das Resultat, welches man erhält mit Service Design, einer noch relativ neuen Disziplin der Gestaltung. Das sogenannte Staatslabor existiert seit 2016 und unterstützt den Staat und die Öffentlichkeit dabei, mit unter anderem Service Design wirksame Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Wir wollen jetzt herausfinden mit meinen beiden Gästen Danny Bürkli und Alenka Bonnach, wie man verhindert, dass ein schlechter interner Prozess in einer schlechten User Experience mündet. Beide sind Co-Geschäftsleiter beim besagten Staatslabor und ich übergebe gerne das Wort an euch beide. Vielen Dank. Ferdinand, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier beim Digitaltag in Bern dabei sein dürfen und über ein Thema sprechen dürfen, was uns sehr am Herzen liegt, und zwar die Gestaltung von öffentlichen Dienstleistungen, das Design von öffentlichen Dienstleistungen. Und wir möchten in den kommenden 30 Minuten erzählen, warum das wichtig ist, aber auch Ihnen ein oder zwei ganz konkrete Beispiele zeigen, wie öffentliche Dienstleistungen gut gestaltet werden können. Und das Beispiel, was du, Ferdinand, gerade genannt hast, aus England, ist ein ganz hervorragendes. Natürlich gibt es auch in der Schweiz viele gute Beispiele und wir werden auch Beispiele aus der Schweiz nennen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Engländer seit wahrscheinlich 10 Jahren eine gewisse Tradition darin entwickelt haben, öffentliche Dienstleistungen sehr bewusst Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner freundlich zu gestalten, aber auch freundlich für die Mitarbeitenden der öffentlichen Hand, weil auch diese sind Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Dienstleistungen. Genau. Was ist das Staatslabor? Das Staatslabor, das ist ein Verein. Uns gibt es seit jetzt 4 Jahren. Und was wir machen, ist, dass wir unterstützen Behörden in der Schweiz. Das kann auf kommunal, kantonal und auf Bundesebene zeitgemäßer zu agieren und deren Service zu gestalten. Seit mittlerweile 4 Jahren bedeutet das, dass wir relativ viele Prozesse gesehen haben, viele unterschiedliche Einheiten und man kann sagen, es gibt nicht eine Verwaltung, es gibt ganz viele Arten von Verwaltungen, aber die können voneinander extrem gut lernen. Und die Schweiz funktioniert eigentlich in diesem Sinne auch und kann funktionieren wie eine Art von Labor. Genau. Wir sind unterstützt von Engagement Migros und zu Hause normalerweise in Impact Hub hier in Bern, zurzeit aber auch in einem kleinen Pop-up-Büro, das ist im Vonwert Passage in Bern, sieht wunderschön aus. Mit einer Anmeldung kann man auch uns besuchen und dann ist alles sehr schön und sauber Corona-fest geregelt bei uns. Einsteigen möchten wir mit drei Fragen, und zwar: Was heißt das eigentlich, die Gestaltung von öffentlichen Dienstleistungen? Was bedeutet das eigentlich?
Was hat das eigentlich mit Digitalisierung oder Digital zu tun? Weil wir sind ja an den Berner Digitaltagen. Und dann, warum ist das eigentlich wichtig? Und es hat uns besonders gefreut, die Preisverleihung der Jury der Digitaltage zu sehen, die auch einen Preis verliehen haben an die Idee oder den Vorschlag von Miriam Gantert, das Einbürgerungsverfahren zu digitalisieren oder nutzerfreundlicher zu gestalten mit digitaler Technologie. Das ist ein hervorragendes Beispiel für einen Prozess, der jetzt zwar funktioniert, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deutlich nutzerfreundlicher sein könnte. Was wir meinen, wenn wir von Gestaltung sprechen, ist nicht nur grafische Gestaltung. Also es gibt selbstverständlich grafisches Design. Das grafische Design, die Anmutung ist wahnsinnig wichtig, ist aber nicht das Einzige. Und wir haben ein Beispiel mitgebracht, Alenka, was du besonders gut kennst, eines Formulars, was grafisch zwar hervorragend gestaltet ist, aber zeigt, dass sich das Design von öffentlichen Dienstleistungen nicht darin erschöpfen kann. Das ist ein Formular aus einem Kanton in der Westschweiz. Die Idee war, wir machen es einfacher zu verstehen, einfacher zu lesen, indem wir das online auch mit Farben gestalten. Der Formular ist aber, wie man sieht, immer ein bisschen kompliziert. Und das Problem dabei war wirklich, dass es ein Formular, um Sozialhilfe zu bekommen. Das ist, dafür ist es gedacht. Und Personen, die Sozialhilfe dann beeintragen, ein Teil davon hatte zu Hause keinen Rechner, also kein Laptop, kein Rechner und auch nicht die Möglichkeit, das dann zu füllen. Das heißt, man hat es schlussendlich auf Papier gedrückt, aber auch dann schwarz-weiß. Das heißt, das wurde gestaltet, schöner vermutlich, aber auch ohne Nutzerinnen und Nutzer. Und im Grunde genommen war das vielleicht sogar noch schlimmer als die Schwarz-Weiß-Version, die es davor gab. Ja. Und das zeigt, wie wichtig das ist, nicht nur in abstracto eine öffentliche Dienstleistung zu gestalten oder zu planen, sondern den Nutzerinnen und den Nutzern über die Schulter zu schauen und zu verstehen, wie die Dienstleistung tatsächlich im Leben angewandt wird. Zur zweiten Frage, was hat das alles eigentlich mit Digitalisierung zu tun? Und dazu meine Lieblingsdefinition von was digital eigentlich heißt, kommt von Tom Loosemore, mitunter einer der Mitgründer des Government Digital Service, die damals gov.uk gebaut haben. Tom ist einer der Pioniere im Bereich von der Gestaltung von öffentlichen Dienstleistungen im digitalen Raum. Und Tom hat gesagt, was heißt digital eigentlich? Digital heißt, wenn man die Kultur, die Prozesse, die Businessmodelle und die Technologien der Internet-Ära verwendet, um den gestiegenen oder den steigenden Anforderungen oder Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern, Einwohnerinnen und Einwohnern gerecht zu werden. Es ist auch eine andere Art, also digital bedeutet was anderes hier, also in deutschsprachigen Raum oder in Numerik, auch in Französisch als in England, oder? Also dieses so Digitalisieren. Genau, weil wenn wir, und Sie wissen das alle selbstverständlich, wenn wir einen Prozess nur digitalisieren, dann laufen wir Gefahr, Folgendes zu tun. Es gibt ein geflügeltes Wort des ehemaligen T-Mobile-Chefs in Deutschland, der gesagt hat, es ist nicht ganz druckreif, aber wir haben es trotzdem mitgebracht, wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, dann haben Sie nach einem schlechten digitalen Prozess. Und ich habe ein Beispiel ausgewählt, wir haben Ihnen ein Beispiel mitgebracht, aus dem Kanton Zürich, selbstverständlich nicht aus dem Kanton Bern. Sie sehen die Webseite einer Gemeinde, die ungenannt bleiben soll. Das ist der Online-Schalter dieser Gemeinde. Grundsätzlich gibt es nichts an diesem Online-Schalter auszusetzen. Es ist nur so, dass die Papierprozesse 1:1 digitalisiert wurden, in die öffentliche Welt übertragen. Und was daran schade ist, ist, dass wir wahnsinnig großes Potenzial vergeben, das sich daraus ergibt, dass wir nicht mehr in den Rahmen eines A4-Blatts gefangen sind, sondern öffentliche Dienstleistungen ganz anders und viel nutzerfreundlicher gestalten können. Nun, zu guter Letzt, warum ist das eigentlich wichtig?
warum ist die Gestaltung von öffentlichen Dienstleistungen wichtig? Und die Antwort dazu liegt eigentlich auf der Hand. Das sind die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist auch ein Foto aus dem ersten Büro des Government Digital Service, die diese Gov.uk-Webseite gebaut haben. Die haben sich das an die Wand geklebt, beziehungsweise ans Fenster, um sich daran zu erinnern, für wen wir das eigentlich alles tun. Öffentliche Dienstleistungen sind nicht Selbstzweck, selbstverständlich, sondern wir dienen Einwohnerinnen und Einwohnern, Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen. Und diesen möchten wir das Leben möglichst einfach machen. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass Nutzerinnen und Nutzer von diesen Diensten, das sind auch, und das ist wichtig, die Staatsangestellte, die damit arbeiten, weil die PDFs dann online stellen, macht das Leben auch für den nicht einfacher. Und das bedeutet, es ist auch eine verschwendete Chance für den, eine Arbeit zu machen, was schlussendlich mehr Spaß macht, interessanter ist. Und wenn Sachen auch schneller gehen, dann gibt es mehr Zeit für, was man eigentlich machen möchte als Staatsangestellt. Und das ist, sich um die Gemeinschaft zu kümmern, meistens. Genau. Und Alenka, du hast dazu auch einen Meinungsbeitrag in L'Etat veröffentlicht, vor einiger Zeit. Was wir wollen am Ende ist Wirkung. Es gibt in der Regel einen politischen Entscheid einer gewissen Art, etwas zu tun. Und dann gibt es die Gestaltung dieser öffentlichen Dienstleistung, also die Umsetzung. Und unser Eindruck ist, dass es ist sehr viel Aufmerksamkeit oft auf der politischen Ebene und erstaunlich wenig Aufmerksamkeit auf der Frage, wie wird diese Dienstleistung dann eigentlich ausgestaltet? Es ist, was wir auch merken in unserem Alltag, ist, dass eigentlich, also es gibt natürlich die Idee, aber doch die Umsetzung ist fast am wichtigsten. Das weiß man auch im Startup-Umfeld, dass die Umsetzung alles ist, so Delivery, das ist was zählt. Und es ist ziemlich versteckt für Bürgerinnen und Bürger, was die Verwaltung macht. Jetzt wurde es in den letzten Monaten viel, viel sichtbarer. Ah, okay, es gibt eine Verwaltung, die kümmert sich auch um uns, ist auch wichtig. Die geben dann Ratschläge nach außen. Aber meistens ist es ziemlich versteckt. Aber was Leute dann eigentlich umsetzen können und entscheiden können, ist ziemlich riesig. Es gibt sehr viel Spielraum, was da zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben kurz darüber gesprochen, was Gestaltung eigentlich heißt, was es mit Digitalisierung zu tun hat und warum es wichtig ist. Und nun möchten wir Ihnen zwei konkrete Beispiele in aller Kürze näher bringen. Das erste ist ein Beispiel, was auf Bundesebene stattfindet, und zwar die Anerkennung von ausländischen Diplomen, wenn Sie eine italienische Krankenschwester sind oder ein rumänischer Architekt und Sie kommen in die Schweiz, dann müssen Sie in der Regel Ihre Ausbildung, Ihr Diplom anerkennen lassen. Dazu gehen Sie zum SBFI, zum Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Und was Sie sehen, ist so etwas wie auf der linken Seite, Sie sehen eine Webseite mit einem, ich glaube, darf man sagen, verhältnismäßig komplexen Prozess. Sie sehen auch eine Anmeldung. Sie müssen dann ein Online-Konto erstellen, je nachdem, was für eine Ausbildung Sie haben und welchen Anerkennungsprozess Sie durchlaufen möchten. Sie haben dann auch eine Anleitung für diese Online-Anmeldung, die in einem PDF ist, die Ihnen erklärt, dass, obwohl Ihnen die Webseite sagt, dass die Anmeldung abgeschlossen sei, das nicht den Tatsachen entspricht und Sie noch weiter klicken müssen. Wenn Sie dieses PDF nicht gesehen haben, dann geraten Sie wahrscheinlich in Schwierigkeiten, weil Sie dann den Prozess wahrscheinlich nicht abschließen, obwohl Sie möglicherweise im Glauben sind, er wäre abgeschlossen. Das heißt, es ist alles ziemlich komplex. Es ist an sich auch komplex als Verfahren. Und zuerst, was wir merken, ist, die Leute auf Google gehen. Ab und zu finden die auch die Webseite nicht. Die landen auf andere Webseiten, zum Beispiel orientation.ch. Also, das heißt, es ist ziemlich verwirrend. Und das haben wir bemerkt, weil wir da einen ganzen Prozess mit dem SBFI, denen war das bewusst, dass es besser geht. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich mutig zu sagen, unser Verfahren ist nicht optimal, es könnte besser gehen und das tatsächlich dann angehen und auch den Mut zu haben, seine Nutzerinnen und Nutzer
einzuladen, um zu sehen, wie die tatsächlich dann daran suchen. Und genau das konnten und durften wir in dem Fall tun. Das heißt, wir haben Nutzerinnen und Nutzer dieser Dienstleistung eingeladen, um erstens, wie du sagst, Alenka, zu verstehen, wie der Prozess jetzt funktioniert, aber dann auch mit sukzessiven Prototypen, um zu schauen, ob die Leute diesen Prototypen, der entworfen wurde, tatsächlich auch verstehen. Man lernt wahnsinnig viel, wir haben wahnsinnig viel gelernt darüber, wie die Leute glauben, der Prozess funktionieren müsse, wie die Information präsentiert werden muss, damit sie auch verstanden wird. Und wie du sagst, es ist ein sehr mutiger Schritt, weil intern sind diese Prozesse in der Regel sehr klar. Intern gibt es in der Regel wenige Fragen darüber, wie es funktioniert, weil das sind Fachspezialisten, die sich den ganzen Tag sehr sorgfältig und sehr korrekt mit diesen Fragen beschäftigen. Und es ist nicht immer ganz einfach, sich die Außenperspektive, die Außensicht reinzuholen und zu verstehen, wie das für die Nutzerin, für den Nutzer ist. Und einer der besten Wege, das zu tun, ist, wenig überraschend, direkt die Nutzerinnen und Nutzer zu befragen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret am lebenden Objekt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr einfachen Prototypen entworfen, einer neuen Webseite, zu minimalen Kosten und haben dann in einer Sitzung Personen diese Webseite gezeigt und sie gebeten, durch dieses Mockup, durch diesen Prototypen einer Webseite durchzunavigieren und haben dann gesehen, was funktioniert nicht, was ist klar, was ist nicht klar. Und noch einen Schritt zuvor haben wir die Leute eingeladen und gesagt, okay, wie du das schon gemacht hast, du bist zum Beispiel Zahnarzt aus Argentinien, tatsächlich so, schau mal, zeig uns mal, wie du eigentlich vorgegangen bist. Okay, ich gehe jetzt auf Google, ich mache das, das und das. Und dann sehen wir, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und aufhand dessen haben wir diesen Entwurf gemacht. Genau. Und was daran so wichtig ist, ist, dass wir die Leute da abholen, wo sie sind und nicht, wo wir sie gerne hätten. Ja. Das heißt, wenn wir feststellen, dass die Mehrheit der Prozesse eigentlich nicht auf unserer Webseite beginnen, sondern auf Google, dann müssen wir die Webseite so bauen, dass sie auch funktioniert, wenn Leute über Google reinkommen und nicht dort anfangen, wo wir vielleicht denken, dass sie anfangen würden. Das ist a priori trivial, macht aber einen riesigen Unterschied. Das Beispiel, was du erwähnt hast, ist ein interessantes, weil die Konsequenzen auf die Leben dieser Menschen sind enorm. Das heißt, Menschen fällen mitunter unfassbar wichtige Entscheidungen für ihr Leben, wann sie umziehen, ob sie umziehen, wann sie ihre Familie mitbringen, auf Grundlage der Informationen, die sie auf solchen Webseiten und in solchen Prozessen finden. Und wir haben auch festgestellt, dass es das Potenzial für Missverständnisse und damit fiese menschliche Tragödien ist groß. Ja. Das ist, wir haben dann einen Prototypen, einen etwas schöneren Prototypen konzipiert. Vor allem nutzerfreundlicher. Nutzerfreundlich, auch schön, aber primär nutzerfreundlich. Das ist weiterhin ein Prototyp, das ist nicht eine finale Version. Was dieser Prototyp tut, ist in einem Frage-Antwort-Schema die Nutzerinnen und Nutzer durchzuführen, um ihnen dann am Ende auf ihre komplexe, individuelle Situation eine verlässliche Antwort geben zu können. Das ist ein Beispiel der Gestaltung eines nutzerfreundlicheren Prozesses, der nach außen gerichtet ist, zu Bürgerinnen und Bürgern, zu Einwohnerinnen und Einwohnern hin. Wir haben Ihnen noch ein zweites Beispiel mitgebracht, eines Prozesses, der eigentlich nur nach innen gerichtet ist, das heißt innerhalb der Verwaltung wirkt. Und zwar durften wir mit dem Smart City Team der Stadt Zürich und dem GUD, dem Departement für Gesundheit und Umwelt, einen Innovationsprozess durchführen mit der Stadtbox, ein nutzerzentriertes Design-Tool für Verwaltungsangestellte.
Und ein Beispiel, was ich speziell spannend fand, war eine Mitarbeiterin des GUD, die in einem Altersheim arbeitet und festgestellt hat, dass der Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht funktioniert. Und zwar hat dieses Altersheim, wie viele andere Altersheime, eine verhältnismäßig hohe Fluktuation. Das ist in der Branche normal. Das heißt, viele Leute werden jeden Monat oder jedes Quartal eingestellt. Viele Leute müssen einen Onboarding-Prozess durchlaufen. Und was diese Mitarbeiterin getan hat, ist nutzerzentriert einen neuen Online-Prozess zu entwerfen mit minimalen Mitteln. Und was sie getan hat, ist, sie hat sowohl die HR-Abteilung befragt, um zu verstehen, was die Bedürfnisse der HR-Abteilung sind, weil die sind wichtig, die steuern am Ende diesen Prozess, aber auch hat auch Menschen befragt, die kürzlich durch den bestehenden Onboarding-Prozess durchgegangen sind, um zu verstehen, wie das sich für die eigentlich angefühlt hat. Und hat dann sehr schlank, ohne großen Aufwand einen alternativen Prozess implementiert, während davor das Onboarding mehrere Tage gedauert hat und verschiedene Dokumente an verschiedenen Orten unterschrieben werden mussten, haben sie jetzt eine interne Webseite, wo alle Informationen zur Verfügung stehen und alles in der kürzesten Zeit abgehandelt werden kann. Und einer der größten Effekte neben natürlich der Zeitersparnis, neben der Tatsache, dass es viel effizienter ist, ist, dass es für die Leute ein viel angenehmerer Start ist bei ihrem neuen Arbeitgeber. Das heißt, sie starten mit einem positiven Gefühl in diese neue Stelle, anstatt zwei oder drei Tage mit administrativer Arbeit zu verbringen, bevor sie dann wirklich zur eigentlichen Arbeit gelangen können. Also es gab auf der Folie vorher so eine Box, da können wir wieder zu den anderen, merci. Vielleicht fragen sich Leute, was in dieser Box, was es dann gibt. Es ist ein Design Thinking Prozess in Etappen. Was Sie hier sehen, sind einige von diesen Etappen, da steht Gespräche vorbereiten und durchführen, das ist ziemlich zentral im Prozess. Das heißt, was nicht mehr passiert, ist, dass man eine Vermutung hat, wie wollen Leute eigentlich eingebordet sein. Das könnte auch sehr gut und funktioniert auch sehr gut eigentlich mit Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, weil man den auch befragen könnte für gewisse Dienste. Also es ist ein Prozess, was wirklich so schrittweise funktioniert und was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilft, Ideen, Prozesse zu entwickeln und immer im Auge die Leute zu behalten für den, die das eigentlich bauen. Weil, wie du sagst, Alenka, es ist, wir haben immer alle viele Ideen, über wie Sachen besser sein könnten, aber wenig schlägt das tatsächliche Befragen der Anspruchsgruppen, der Leute, die dann davon betroffen sind. Wir haben diesen Prototypen, den wir vorher erwähnt haben, lange entwickelt, mit viel Grips, viel Energie und Gedanken reingesteckt und trotzdem beim Testen mit richtigen Leuten zahllose Sachen gefunden, die weder wir noch die Kolleginnen und Kollegen vom SBFI, mit denen wir arbeiten dürfen, antizipiert hätten. Das heißt, wenig oder nichts ersetzt den direkten Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzer. Und es beugt auch sehr teuren Missgeschicken vor. Man sieht auch immer wieder sehr große Projekte, die scheitern. Und das Scheitern hätte mutmaßlich verhindert werden können, wenn man auf eine iterative, nutzerorientierte Art und Weise vorgegangen wäre. Und es ist auch ein großer Unterschied. Es ist nicht so ein Focus Group, wo man sagt, das ist Lösung A, die ist fertig, das ist Lösung B, die ist auch fertig, welche ist besser. Das heißt, wie sollte das aussehen? Genau. Und man tut die Leute in diese Position, in diese Situation und dann wirklich so sagen, jetzt sind sie da. Wie sollte das Ding aussehen? Wir wissen es noch nicht oder wir haben eine Vermutung, aber vielleicht sagen Sie uns was ganz anderes. Genau. Und wenn Sie sich jetzt fragen, das klingt alles gut, aber das ist, an was kann ich mich orientieren? Dann haben wir Ihnen zwei Handreichungen mitgebracht, die wir hervorragend finden.
Die erste sind die Government Design Principles der britischen Regierung. Das ist spannend, die britische Regierung hat allgemein verbindlich für öffentliche Dienstleistungen, die auf der Webseite der Regierung sitzen, festgeschrieben, wie diese gestaltet werden sollen. Wir zeigen Ihnen zuerst kurz die und dann eine sehr pragmatische Checkliste von einer Autorin namens Lou Down, die auch in England gearbeitet hat, die eine super Checkliste ist, um eine bestehende Dienstleistung auch kurz gegenzuprüfen und zu schauen, wo Verbesserungspotenzial besteht. Sie sehen die Government Design Principles. Es ist nicht ein Zufall, dass die Nummer 1 heißt, beginne mit den Bedürfnissen der Nutzenden. Die Nutzenden können externe sein, die Nutzenden können auch interne Nutzer sein, wie du gesagt hast, Alenka. Womit wir aber allerdings nicht beginnen, sind die Bedürfnisse, Fenner hat es gesagt, des Org-Charts, sind nicht die Bedürfnisse der Organisation, sondern die Bedürfnisse jener, die diese Dienstleistung verwenden. Und um dann nur noch zwei weitere Punkte vielleicht herauszugreifen. Punkt Nummer 5, iterieren. Iteriere, dann iteriere erneut. Wir merken in unserer Arbeit, dass immer dann, wenn wir glauben, dass wir jetzt eine gute Lösung haben, die eigentlich fertig ist, wenn wir sie dann Nutzerinnen und Nutzern vorsetzen, merken wir, dass wir noch nicht fertig sind, merken wir, dass es noch mehr geht, merken wir, dass man mit kleinen Änderungen noch sehr viel herausholen kann. Und man arbeitet auch in eine Umwelt, was sich ändert, was sich bewegt. Das heißt, es ist komplex, es ändert sich. Eine Lösung, die ein Jahr her gut war, ist immer noch gut, aber man kann die auch anpassen, weil die Voraussetzungen sich auch verändert haben. Und dann der dritte und letzte Punkt, der auch darauf eingeht, was du gerade gesagt hast, Alenka, ist, mach die Sachen offen, es macht die Sachen besser. Die Engländer zum Beispiel haben die Design-Grundlagen ihrer Webseite offen geteilt. Und das macht zwei Sachen. Das heißt erstens, dass innerhalb von England jeder öffentliche Dienst auch auf subnationaler Ebene sich da frei bedienen kann, ohne Tacheles dafür bezahlen, ohne dafür einen externen Dienstleister bezahlen zu müssen. Es heißt aber auch, dass die Informationen intern sehr viel leichter verfügbar sind, weil sie im Internet stehen und auch Mitarbeitende der öffentlichen Hand sie ganz einfach finden können. Mhm. Und dann zum Schluss, wir sind beinahe am Ende unserer Zeit, das ist eine hervorragende Checkliste von Lou Down. Und einer der interessantesten Punkte aus meiner Sicht ist die Frage, wie nennen wir eine Dienstleistung? Wie heißt das Ding? Und oft sind wir versucht, die Sachen nach einer internen Logik zu benennen. Die Dazit V2-Römisch 4 Antragsformular, das macht intern Sinn, ist nach außen aber sehr schwer zu verstehen. Und wenn man sich anschaut, wie die Engländer das gelöst haben, dann haben alle Dienstleistungen sehr klare Namen, die schlicht sagen, was sie tun. Und was ich als Bürger, als Einwohner bekomme, wenn ich diese Dienstleistung starte. Das heißt, sehr wenig Jargon und eine sehr klare Benamsung dessen, was ich erwarten darf, wenn ich diesen Prozess starte. Das Buch ist übrigens sehr gut, das heißt, nicht nur diese Liste, aber den ganzen Rest. Was sollten wir von Service Design vielleicht noch mitnehmen? Wir haben noch so eine Minute für einen kleinen Wrap-up. Was möchte ich noch loswerden, bevor wir in die andere Session dann gehen und der Livestream hier hoch zu Markus geht? Genau, wir freuen uns sehr, wenn Sie im Zoom bleiben, sodass wir gemeinsam diskutieren können. Was wir alle mitnehmen können, sind vielleicht drei Sachen. Erstens, wir haben das Beispiel eines Formulars genannt. Wir durften Boris Schwesinger begrüßen, einen Formulargestalter. Der Mann beschäftigt sich professionell nur mit der Gestaltung von Formularen. Es gibt eine Aufwendung, nicht nur, aber er hat das Standardwerk geschrieben zur Formulargestaltung. Es gibt eine Aufnahme der Veranstaltung auf unserer Webseite. Und dann, wie du erwähnt hast, Alenka, das Buch Good Services sei jedem und jeder ans Herz gelegt, sehr stark, die sich mit der Gestaltung von Dienstleistungen auseinandersetzt. Hört sich gut an. Wir würden jetzt mit dem Livestream wieder hochgehen
zu Markus von Kähnel ins Hauptstadtstudio. Wenn Sie noch mehr über Service Design herausfinden wollen, dann kommen Sie in den Zoom-Stream. Im Livestream geht es weiter mit Markus von Kähnel. Wie gesagt,